So, Hallöchen, Freunde. Würde sagen, dann geht's auch direkt los hier. Zack. Ja, so. Weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben waren. Ach so, in-game Sound wäre auch ziemlich nützlich. So. Bring, genau. Auch toll, dass er mir das anzeigt. Gott, wie soll ich denn das finden, Alter? Dann nicht. Hol dir das Kennwort. Defender. Ah, nice. Willkommen in den Cambridge Polymer Labs. Die Forschung bietet viele Beschäftigungsmöglichkeiten. Sollen wir mit Ihrer Bewerbung starten? Klar, bin dabei. Beginnen wir das Gespräch. Aufgrund von erhöhtem Personalbedarf haben wir den Einstellungstest entsprechend verkürzt. Frage 1. Konnten Sie schon Erfahrung mit Polymersynthese sammeln? Ihr braucht mich doch sowieso. Also reden wir mal Tacheles. Berechne Testergebnis. Ich kann Ihnen eine Stelle als Finanzkoordinator anbieten. Viel Spaß beim wortreichen Feilschen um militärische Gelder. Möchten Sie vor Beginn Ihrer Arbeit im Labor eine Einweisung erhalten? Klar, warum nicht? Wunderbar. Warum nicht? Hier passend zu Halloween. Setzen Sie sich, dann beginnen wir mit der Präsentation. Ja, dann hau mal raus. Die Cambridge Polymer Labs sind aus der Forschungsarbeit einer Gruppe brillanter Studenten entstanden. John Elwood, Erica Woolum und Wilfred Bergman trafen sich während ihrer Zeit am CIT. Dieses Bild zeigt sie bei ihrer Abschlussfeier. Ihre Forschung über Geiles Bild. nukleostriktive und piezoelektrische Polymere erweckte im Herbst 2073 die Aufmerksamkeit von Colonel George Kemp. Im Frühjahr 2074 wurde die Firma mit großzügiger Unterstützung der Defense Experimental Research Project Initiative gegründet. Aus der hier durchgeführten Forschung entstanden mehrere Komponenten für das Liberty Prime Projekt, mit dem Anchorage erfolgreich verteidigt wurde. Die Firma besitzt eine enge Verbindung zum Militär und heißt sie in ihrem Forscherteam bei der Arbeit für ein besseres Amerika willkommen. Folgen Sie mir bitte ins Labor, damit Sie Ihre Arbeit aufnehmen können. Mitarbeiter erhalten Freigetränke. Bitte Boah, ist beschriften aber Sie großzügig. Lebensmittel oder Zigaretten, die Sie im Pausenraum zurücklassen. Zwing mich nicht, diesen wertlosen Müll rumzuschleppen. Mitarbeiter im Bereich Finanzen erhalten einen Anzug, dessen Kosten von ihrer ersten Provision abgezogen werden. Jo. Ziehen Sie bitte Ihre Arbeitskleidung an und folgen Sie mir in den Entgiftungsraum.
Das Forschungspersonal wird Sie auf der anderen Seite begrüßen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und willkommen im Team. Gehen Sie in den Entgiftungsraum. Ich soll Sie davon in Kenntnis setzen, dass Direktor Elwood aufgrund unerreichter Projektziele Überstunden festgelegt hat. Der Ort sieht unberührt aus. Wie kann das sein? Abschluss des Projekts zur piezo-nuklearen Auskleidung verlassen. Melden Sie sich bitte bei Projektleiterin Dr. Elwood Bulung, um Forschungsanweisungen zu erhalten. Starte die Kontaminierungssequenz. Was machen wir mal? Wir sollten lieber nichts anfassen. Schluss mit lustig! Ja, gerade fing es an, mir Spaß zu machen. Hier drin muss es doch etwas geben, was ein paar Kronkorken wert ist. Finde den Feind! Finde den Feind! So wird das bei uns hier erledigt. Großer Fehler! Das nenne ich mal einen bestätigten Abschuss. Das dauert nicht lang. Ich meine, dass er da extra drüber klettert, richtig dumm. Schön.
das wär's. Geschafft. Och nö. Schalt sie aus! Noch irgendwas, was ich wissen müsste. Was hier ich umbringen will. Ah, nice. In diesen Atomraum rein. Beziehungsweise war ich hier unten eigentlich schon. Überall. Los geht's! Bitte was? Das sieht aus, als hätte es wehgetan. Wir teilen das alles, nicht wahr? Was du drauf hast. So, wenn ich da rein will, werde ich erstmal den Atomanzug. Wo bist du? Chemikalanzug. Da. Thank you.
So, wie war das? Lithium, Gallium, Gold, Tungsten. Kobalt auf jeden Fall und Gold. Wärme, Zugbelastung. Gold. Gold, Gold, Gold. Gold auf jeden Fall. Lithium, irgendwas. Gold und das. Okay. Dann weiß ich es auch nicht mehr. Normalerweise kriegt man da nämlich so eine coole Rüstung draus. Aber das weiß ich gerade nicht, wie das geht. Ist ja nur da. So, das weg. Helm fehlt mir noch. Kampf, Silber, Schund. Du kriegst jetzt erstmal. Hey. Ja, was gibt's? Warte mal eine Sekunde. Da, Munition. Mehr gibt es nicht. In Ordnung. Hey. Das scheint war ja so Handel. Kleidung. Zieh das mal an, Bruder. Guck mal, es steht auch viel besser. Oh. So. Jetzt muss ich, glaube ich, wieder ins Institut. Ach nee, zu der Tante hier. Alles klar. Hervorragende Arbeit.
Wir sind derweil deinen Bericht durchgegangen. Er war herausragend. Endlich fügt sich das Puzzle zusammen. Unsere abschließende Analyse ergab, dass das Institut deutlich mächtiger ist, als wir je befürchtet hatten. Wenn wir eine Massenflucht inszenieren, werden die 13 Zünstes-Patrioten zweifellos die letzten sein, die wir retten. Stattdessen nutzen wir diese eine Chance, um alle Zünst zu retten. Restlos alle. Ist das überhaupt möglich? Ich hoffe, dass der Fluchtplan des Patrioten ausbaufähig ist. Falls nicht, müssen wir eben improvisieren. Alles klar. Das Institut wird seine Sklaven nie kampflos gehen lassen. Das Kernproblem ist unser Personalmangel. Selbst wenn wir alle unsere Agenten sammeln, und das werden wir tun, können wir dem Institut nicht lange die Stirn bieten. Sprich mit Z114. Wenn die Synths dort unten die Freiheit wollen, müssen sie dafür kämpfen und ihr Leben aufs Spiel setzen. Verstanden. Gut. Das führt uns zu einem heiklen Thema. So viel wir dem Patrioten auch schulden. Wir können uns nicht sicher sein, wie ernst er es meint. Wenn er erfährt, dass wir zum Töten bereit sind, um Synths zu befreien, ist ihm das vielleicht zu viel. Hol dir also von ihm, was du brauchst, und schick ihn dann weg. Viel Glück. Wir alle sind in Gedanken bei dir. Mein... Mal stimmen die... Wir dürfen uns nicht lange unterhalten. Auf keinen Fall darf uns jemand sehen. Ich habe Vorkehrungen getroffen und kann die besprochenen 13 Synths in Position bringen. Aber was meinen Sie? Wird Mr. Binets Plan funktionieren? Machst du einen Rückzieher? Ich würde für meine Leute alles aufs Spiel setzen. Es ist nur, Mr. Binet ist vieles, aber ihm fehlt die praktische Ader. Und dieser Plan ist sehr riskant. Ein besserer Plan wäre es, die Gelegenheit zu nutzen und alle zu befreien. Aber dabei werden Synths kämpfen müssen. Und ich... Natürlich würde ich für meine Freiheit kämpfen. Und ich kenne auch andere, die das so sehen könnten. Aber ob das genug sind, um es mit allen Wachen aufzunehmen? Vielleicht wären mehr meiner Leute dabei, wenn wir uns den Forschern offen widersetzen. Ja, auch wenn die meisten nicht mitkämpfen werden, gibt es sicher genug andere, die ihr Leben lang hierauf gewartet haben. Aber wir sollten damit rechnen, dass einige der Synths gegen uns kämpfen werden. Jeder will frei sein. Man braucht nur die passende Gelegenheit. Wenn die Railroad so inspirierend ist wie Sie, tut das SEB gut daran, euch zu fürchten. Wir werden meinen Leuten eine Chance bieten und sie werden in Scharen kommen. Ich bewundere Mr. Binet sehr, aber wir dürfen ihn nicht in diesen Plan einweihen. Schließlich kämpfen wir gegen seine Leute. Ich spreche mit meinen Freunden. Kommen Sie morgen hierher. Gehen Sie vom Schlimmsten aus, wenn ich nicht erscheine. Besorg mir, worüber wir uns unterhalten haben, dann sind wir im Geschäft. Liam, ich habe einen Benutzernamen mit Passwort für dich. Ihr Leute von der Railroad steht zu eurem Wort, nicht wahr? Es wird eine ganze Weile dauern, diese antike Technologie an die modernen Terminals anzuschließen. Auch mit dem Passwort. Also gib es mir, damit ich anfangen kann. Hier, nimm. Hervorragend. Hör mal, du musst mir einen Gefallen tun. Z114 arbeitet gerade im Atrium. Bringst du ihn auf den aktuellen Stand? Wäre sicherer, wenn du es tust. Scanne. Person identifiziert. So, 24 Stunden.
Wie ich gehört habe, war der abtrünnige Synth in Libertalia eine echte Gefahr. Gut, dass er wieder da ist. Ziel nach Virgil. Stimmt, den gibt's ja auch noch. Ich habe meine Freunde gefragt, ob sie für ihre Freiheit zu den Waffen greifen würden. Die Anzahl der Freiwilligen hat mich überrascht. Vielleicht stoßen weitere zu uns, sobald der Kampf beginnt. Wir werden ohne Waffen jedoch im Kampf sehr schnell sterben. Und wir brauchen sehr viele. Mit dem richtigen Material können wir improvisierte Waffen herstellen. Leider fehlen uns einige wesentliche Komponenten. Rede weiter. Das Institut wird ständig erweitert. Gerade wurden die Grabungsarbeiten für eine weitere Etage abgeschlossen. Das Grabwerkzeug wurde bereits in Kisten verpackt, aber noch nicht weggebracht. Bei diesem Werkzeug finden wir alles, was wir brauchen. Dank Mr. Binet besteht die Baukolonne ausschließlich aus meinen Freunden. Aber sie werden ständig überwacht. Was würden Sie sagen, wenn Sie Wachen töten müssten? Ich würde es tun, wenn es sein muss. Eine andere Möglichkeit fällt uns auch nicht ein. Wenn Sie die Wachen ausgeschaltet haben, transportieren wir die Ausrüstung ab und sprengen die Tunnel hinter uns. Für das SEB sieht es wie ein tragischer Bauunfall aus, der viele Synths getötet hat. Passiert nicht häufig, kommt aber vor. Und dann stellen unsere toten Freunde die benötigten Waffen her. Viel Glück. Huch, was ist das denn? Wartungsterminal. Gehen Sie jetzt. Bald ist all das hier unter Geröll begraben. Denkt alle an Z1 Plan. Nehmt alles mit, was wir brauchen können. Besonders die Kisten. Wir haben nicht viel Zeit. Sie sollten gehen, um ihretwillen. Tschüss. Gut, dass du den abtrünnigen Synth zurückgebracht hast. Sie haben ihren Teil getan. Und wir werden unseren tun. Wir fangen umgehend damit an, die Waffen herzustellen. Gibt es Probleme? Es gab keinen Alarm. Meine Freunde haben genug Zeit, sich die Ausrüstung zu beschaffen und dann ihre Spuren zu verwischen. Gibt's was Neues über Liam? Liam hat sein Terminal zum Laufen gebracht. Wenn die Zeit gekommen ist, haben wir jemanden, der es bedienen kann. Ich halte Liam hin, solange ich kann. Aber er will unbedingt den alten Plan durchziehen.
Gehen Sie ihm, wenn möglich, aus dem Weg. Wenn er hört, was wir vorhaben, könnte er uns melden. Beeilt euch bei der Herstellung der Waffen. Das werden wir. Jede Stunde, die wir warten, ist eine Stunde mehr, in der das SEB uns entdecken könnte. Wir sollten... Moment. Da kommt jemand. Z1. Und Sie sind es. Ich... Beeil dich. Oh ja, unsere Freundin im SEB. Sie schickt eine Nachricht. Was macht sie? Ich habe ihr doch ausdrücklich gesagt. Hör dir ihre Nachricht einfach an. Die Bruderschaft kennt das Versteck der Railroad. Wir müssen sofort handeln. Wenn die Bruderschaft ihre Freunde vernichtet, sind wir alle verloren. Vertraust du ihr? Und der Warnung? Die Übermittlung dieser Nachricht könnte zur Folge haben, dass ihre Persönlichkeit gelöscht wurde. Das ist der Tod. Das würde sie nie tun, wenn sie sich nicht sicher wäre. Wenn diese Mistkerle wissen, wo wir sind. Ich weiß. Ich hatte mir für die Organisation unserer Rebellion mehr Zeit erhofft. Aber uns geht eindeutig die Zeit aus. Sichern Sie die Railroad gegen die Bruderschaft ab und sagen Sie Ihren Leuten dann, dass wir bereit sind zu kämpfen. Gehen Sie jetzt. Die Zeit drängt. Die Zeit drängt. Die Zeit drängt. Die Zeit drängt. Nicht zu melden. Da, 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 da. Sir. Für jeden Synth, der es rausschafft, gebe ich eine Runde aus. Dir und Glory wurde also derselbe Einsatz zugewiesen. Die Bereichseinteilung von Informationen hat ihren Preis. Die Rebellion von Z1 ist bereit, aber es gibt ein großes Problem. Die Bruderschaft ist auf dem Weg hierher. Was? Wovon redest du überhaupt? Du lebst noch. Ich komme noch rechtzeitig. Mein Gott! Schnell, nimm das hier. Tom hat es für dich gebaut. Denke mal, du wirst es brauchen. Alle anderen? Bereit machen zum Aufbruch. Bruderschaft im Anmarsch. Verteidigungsposition einnehmen. Unterstützt Glory in den Tunneln. Bewegung! Bewegung! Verdammt! Die Sprengfalle im Flugtunnel ist... Macht es einfach genau wie bei den Übungen. Dieses Mal versteckst du dich nicht. Ja. Waffe entsichern. Ich glaube, wir haben Gesellschaft. Zum... Hier! Hier bei mir! Keiner ist an mir vorbeigekommen. Verdammt, das brennt. Hört zu, die Railroad hat vorher nur Däumchen gedreht. Ah! Oh, du bist das Beste, das uns je passiert ist. Versprich mir, dass du sie befreist. Alle. Halt durch. Du schaffst das. Bockmist. Sollte da nicht eigentlich ein Licht kommen? Null. LOL.
Fehler deines Lebens. Hat deine schicke Armbanduhr da auch Licht? Hier drüben! Hier! Lebe die Bruder! Wow! War ja klar. Ettlingleser, ach so. Ja, dann ist klar. Verbrechen wirst du bezahlt. Das ist der falsche Tag, mir blöd zu kommen. Das ist mal die Kugeln wert. Ich hätte schwören können. Oh. Spar mir die Mühe und gib einfach auf. Keine Kraft, Victoria. Mein Arm nicht mehr bewegt. Doch, der war nicht genug. Für die Bruderschaft. Schlacke für gerade fing es an, mir Spaß zu machen. Uff. Desdemona. Du hast sie allesamt getötet. Und du stehst noch immer. Wenn man das doch nur auch von Glory sagen könnte. Aber dafür ist jetzt keine Zeit. Die Bruderschaft hat uns deutlich unterschätzt. Ihr nächster Angriff wird um einiges schlimmer werden. Also tun wir das, womit niemand rechnet. Wir eliminieren die Bedrohung der Bruderschaft jetzt. Und der Schlüssel dazu ist die Zerstörung ihrer fliegenden Festung, der Prydwen. Zum Glück haben wir einen Notfallplan hierfür. Tom, wir aktivieren Operation Roter Glanz. Was? Aber für Roter Glanz brauchen wir einen Vertibird der Bruderschaft. Dann wird Whisper einen für dich besorgen. Ihr könnt auf mich zählen. Nach dem, was mit Glory passiert ist, brauchen wir dich mehr denn je. Danke, dass du für uns da bist. Die Bruderschaft hat die Polizeistation von Cambridge besetzt. Beobachter in der Nähe melden, dass dort so gut wie immer ein Vertibird auf dem Dach steht. Schnapp dir den. Und Tom, du begleitest ihn. Ich? Im Feld? Niemand sonst kann das verdammte Ding fliegen. Tu es für Glory. Abmarsch. Desdemona. Wir sind abgeschnitten. Die Katakomben sind jetzt unser einziger Weg hier raus. Bisher hatten wir Glück. Noch ist niemand Deine Warnung hat uns gerettet. Du und die anderen, helft Glory. Ich die olle Bruderschaft wenigstens los.
Verdammt! Jo. Sehr traurig. Oh oh. Hier drüben. Ich kümmere mich darum. Ist doch eben abgeschossen. Geht nicht. Okay. Zum Teufel, was war das? Zu dir komme ich gleich. Keine Gnade. Baby, ich habe erst Battle Rattle gelesen. Safe Schlüssel. Für die Bruderschaft. Sollen hier ein Safe sein? Thank you.
ich ja schon überall. Wo sind die hin? Zwing mich nicht, dich zu suchen. Lasst niemanden am Leben. Hallo Hagen. Ich einfach nicht treffe, obwohl ich davor stehe. So ein bisschen peinlich. Sind der Penner. Hi. Mann, könnt ihr hier oben nur leben? Es gibt tausend Möglichkeiten, wie man uns gerade überwachen könnte. Oder schafft. Hallo Overlord. Entspann dich, Tom. Es passiert schon nichts. Gut. Langsam ein- und ausatmen, okay. In der Polizeistation wimmelt es nur so vor Bruderschaftssoldaten. Nicht mehr. Mindestens einer mit Powerrüstung. Aber wie versprochen, steht ein Vertibird auf dem Dach. Willst du das wirklich durchziehen? Gehen wir. Wird ein paar Minuten dauern, bis ich den Vertibird abflugbereit habe. Als erstes müssen wir also alle Feinde in der Polizeistation erledigen. Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Alles klar, Hagen. Weiß ich Bescheid. Wieso steht er hier eigentlich dumm rum? Hey, brauchst du was? Komm schon. Das ist ja einfach. Zeigt denn er mir hier schon wieder an? Vernichte die Truppen. Ach, weil er da unten drin ist, in dem Keller. Du wirst zu Boden. Euer nach eigenem Ermessen. So wird das bei uns hier erledigt. Easy. Endlich haben wir ein Fahrzeug. Oder ein Flugzeug. Oder was auch immer. Wir machen es so. Sobald der Vertibird fertig ist, fliegen wir damit hoch zur Prithen. Ja. Lass mich da rein. Kannst mir alles später erklären. Das würden nicht mal Plünderer anrühren. Kommt der? Ja. Hier lang. Nein, Leute, beachtet nicht die Leichen.
Hier ist nichts passiert. Überhaupt nichts. Na dann. Leg mal los, Tom. Oh, so ein Knecht, ey. Der ist doch jetzt nicht ernsthaft reingegangen. Hallo. Endlich haben wir ein Fahrzeug. Oder ein Flugzeug. Oder was auch immer. Wir machen es so. Sobald der Vertibird fertig ist, fliegen wir damit hoch zur Pritvin und legen dort an. Von innen ist der Zeppelin verwundbar. Der Vogel wird durch gewaltige Gassäcke mit Wasserstoff in der Luft gehalten. Wie sieht meine Rolle bei der Sache aus? Deine Aufgabe ist nicht einfach. Du musst diese Sprengladung irgendwie an den Gassäcken befestigen. Kein Ding. Schleunigst zurück zum Vertibird, wir verziehen uns und dann heißt es Bye-bye, Pritvin. Die Flugvorbereitungen brauchen ihre Zeit. Und die Bruderschaft wird uns die nicht einfach so geben. Wenn also Paladine auftauchen, halt sie mir und dem Vogel vom Leib. Also, im Handbuch steht, genau. Wo ist der Hauptschalter? Da kommt ein Vertibird. Scheiße. Öldruck passt. Oh, scheiße, ich mach das schon so schnell ich kann. Was macht das Bedienfeld da eigentlich überhaupt? Schub, Volldampf voraus. Falsch gedacht, komm. Nur einer hat es überlebt, weil er eine Power-Rüstung anhat. Abflug! Rein hier! Ja, komm rein hier, los! Das Wichtigste zuerst. Ich habe was von der Bruderschaft mitgebracht. Ja, ist so. Frohe Weihnachten. Aber noch wichtiger, Tüfteltom wartet im Vogel auf uns. Los geht's. Wow, really? Hätte ich aber nicht gedacht, dass er wartet. Los hier, Level up. Was mache ich denn eigentlich? Was kann das denn? Du weißt, wie man du und Bernstein für unseren... Nicht so. Ach, das hier wollte ich. Hab zwar keine Granaten mehr, aber. Abflug. Also, dieser Steuerknüppel. Der sagte, du kannst dieses Ding fliegen. Klar, sicher. Hab das Handbuch komplett gelesen. Das Handbuch?
schmieren ab, verdammt. Oh Mann, reiß dich zusammen. Siehst du, ein Kinderspiel. Großer Gott, wir werden sterben. Ich mir auch so gedacht. Okay, Zeit für die letzte Besprechung. Dank deiner farbenfrohen Vergangenheit mit der Bruderschaft geht die Party los, sobald sie dich entdecken. Du solltest dich also nicht sehen lassen. Ich habe dir diesen Stealth-Boy besorgt, vielleicht hilft's. Wahrscheinlich wirst du trotzdem auffliegen. Dann würde ich rennen, die Bomben legen und irgendwie versuchen, da lebend rauszukommen. Das wird eine verdammt üble Schießerei. Wenn wir landen, lässt Tüftler Tom den Vogel laufen, damit wir umgehend wieder abheben können. Und meine Aufgabe ist es, für Tom darauf zu achten, dass nicht zu viele Neugierige auftauchen. Tom, wir nähern uns dem Luftschiff. Kannst du bitte ein bisschen gerader fliegen? Geht, Mann, ich versuch's doch. Wenn du mal ans Steuer willst, bitte, nur zu. Nein, du machst das schon toll, Tom, aber halt den Vogel bitte ein wenig gerader. Ja, schon kapiert. Schade, hier Zweihänder. Beantragen Landeerlaubnis. Zweihänder, Erlaubnis erteilt für Startrampe 3. Deckoffizier möchte Meldung über die Lage bei der Polizeistation. Feinde eliminiert. Status von Säbel? Bestätigen. Säbel hat Schäden erlitten. Sollte in ein paar Stunden wieder laufen. Haben Sichtkontakt mit euch Zweihänder. Eure Koppelluke ist nicht offen. Technische Probleme mit dem Koppelding. Arbeiten dran. Welcher Knopf war das nochmal? Da. Bob's your uncle, hol schnell auf. Nice. Zweihänder, Landeanflug genehmigt. Was ist los? Leute, da unten ist meine Siedlung. Digga, wie fliegt der Bull? Nicht vergessen, für morgen stehen neue Bots auf der Liste. Das wird toll. Lass dir da drin nicht zu viel Zeit. Du siehst wenn hier aus, jemand vorbeikommt. Ich weiß nicht, ob ich ihm was vormachen kann. Du hast schon genug Probleme, Boss. Ich hab das hier im Griff. Viel Glück. Da draußen ist was. Eindringlinge. Ich hab das alles im Griff. Tschüss. Lass mich da rein. Ja, das ist manchmal so bei dem Spiel. Nichts. Kontakt verloren. Achtung! Aufgrund zunehmender Raider-Aktivitäten werden aktuell sämtliche Anträge auf Beurlaubung außerhalb der Basis abgelehnt. Nix mit Stealth Boy. Durchballern hier. Durchballern, bis der Arzt kommt. Was gebe ich jetzt? Achtung! Bravo 6-4 bei Rüstungspunkt 2 melden. Bravo 6-4 zu Rüstungspunkt 2. Digga! Ich weiß gar nicht, wohin.
Erstmal da. Vielleicht kann ich ja mit der Minigun alle rauslocken und dann brr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 
Wow. Ja, kommt alle rein, kommt rein! Oh oh. Oh oh. Weil die macht über 100 Schaden, das juckt die gar nicht. Aha. Aussieht. Massaker. Ich habe den Schlüssel nicht. Der arme Computer, ey. Ich kann nicht mal irgendeine Kassette mir nehmen. Medizinischer Bericht, Aufzeichnung durch Ritter Captain Kate.
Ich arbeite eng mit Gelehrter Neuriah zusammen an der Untersuchung einiger Synth-Leichen, die unsere Erkundungsteams geborgen haben. Auch wenn wir noch keinen der Synths geborgen haben, die vollständig menschlich aussehen, sind diese früheren Modelle dennoch erstaunlich ausgereift. Es wird immer deutlicher, dass das Institut der technologisch am weitesten fortgeschrittene Feind ist, mit dem wir es je zu tun hatten und daher extrem gefährlich ist. Ich habe alle meine Daten an Lancer Captain Kells übermittelt, zusammen mit meiner Empfehlung, effektive Gegenmaßnahmen gegen diese Synths zu entwickeln. Leider bin ich mir nicht sicher, wie viel das bringen wird, angesichts der Tatsache, dass der echte Feind die Synths sind, die sich womöglich in unserer Mitte verstecken. Ich schick dich in die Hölle! Verdammt! Gerade fing es an, mir Spaß zu machen. Jetzt nicht alles für ein Gewehr. Oh, ob ich den auch killen kann? Nee. Oh oh. Keine Gnade. Was gebe ich jetzt nicht alles für ein Gewehr? Lauf nicht weg! Mal gucken, ob die Mine bei dir explodiert. Was gebe ich jetzt nicht alles für ein Gewehr? Was gebe ich jetzt nicht alles für ein Gewehr? Was gebe ich jetzt nicht alles für ein Gewehr? Komm her, schau dir ins Maul. Was für eine Enttäuschung. Raus hier! Oh! Ich habe mich überladen. Irgendwas habe ich drin, was mir nicht überlädt. Das gefällt mir nicht. Zwei Messerschütze. Muss ich mal doch kurz hier mitnehmen. Oder nee, die ist ja geklaut. Habe ich gar keinen Bock, dann, dass die bei mir angezeigt wird die ganze Zeit. Boah, was ist denn? Was habe ich denn aufgenommen? Kleidung vielleicht?
Na, hier, das. 52, hier kommen jetzt, verarsche mich aber. Gleisgewehr, Gittlinglaser. Gewicht 4. Passt genau. Flugdeck. Warum oha, weil ich ein Kind geschlagen habe? Man muss es doch ausprobieren wenigstens. Nice FPS. Was für eine grandiose Idee. Warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen? Okay, okay. Wir müssen es einfach. Falls wir uns wegschaffen. Ja, wegschaffen. Warum hammerst du ja hier, ne? Alles aussteigen. Ich suche mir mal einen Möchtest du ein bisschen plaudern? Hey. Ja, was gibt's? Ja, Munition. Was meinst du? Dieses Luftschiff in Flammen zu sehen. Tja, erinnere mich daran, dich nie wütend zu machen. Was denkst du über unsere Beziehung? Wir verstehen uns echt gut und sind uns immer öfter einig. Hoffentlich bleibt das auch so. Mehr gibt es nicht. Sicher. Wo ich mit dieser Desmonda rede, werde ich erstmal mein Inventar sauber machen. Dachte schon, die sind alle weg. Wenn du arbeitest, kannst du essen. So einfach ist das. So, dann wollen wir erstmal so das und das, das weg, das weg, das weg. Das bald ich. Muss sagen, die Schrotflinte ist echt low irgendwie. So Quatsch, Railroad, Stealth Boy, da so verschiedene Namen zu geben.
Nee, das nicht. Jo, bis gleich. So. Jetzt können wir zur Railroad gehen. Ich dachte, wenn ich Roter Glanz starte, verliere ich mehr gute Leute. Kameraden, danke, dass du für ihre und deine Sicherheit gesorgt hast. Ist die Church jetzt außer Gefahr? Jetzt, da die Pridwen zerstört ist, wird der Rest der Bruderschaft das Commonwealth verlassen. Zu Fuß. Aber noch haben wir es nicht hinter uns. Wenn die Bruderschaft uns gefunden hat, kannst du deinen Arsch drauf verwetten, dass das SEB nicht lange auf sich warten lassen wird. Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen als nächstes das Institut angreifen. Ich bin bereit. Ziehen wir es durch. Du begibst dich zurück ins Institut und sicherst den Transmitter. Das wird sofort das SEB auf den Plan rufen. Du teleportierst uns schnell rein und wir schließen uns mit Z114 und den anderen abtrünnigen Zyns zusammen. Gemeinsam kämpfen wir uns dann zum Fusionsreaktor vor. Wie sichere ich den Transmitterraum? Mit Gewalt. Wir werden warten. Was gibt's? Ich wollte ja noch kurz zu Virgil, was der zu der ganzen Action sagt. Das kann ich ja gleich machen. Natürlich ist nuklearer Regen. Ich schütze und diene. Willkommen zurück. Es sind noch Verbesserungen nötig, aber ich glaube, mein Serum war ein voller Erfolg. Das ist unglaublich. Das ist ein bedeutender erster Schritt. Es kuriert trotzdem nur einen FEV-Stamm. Es wird Jahre, vielleicht Jahrzehnte dauern, meine Formel entsprechend anzupassen. Trotzdem gilt dir mein Dank. Du kannst gerne das Labor benutzen oder okay. Was von diesem Schrott nehmen. Das ist wohl echt nehmen, das Schlimmste, dass ich möchtest. Mein ganzes Leben Ich muss noch habe. Einige Experimente durchführen. Entschuldige mich. Virgil? Hm? Brauchst du irgendwas? Zwing mich nicht, diesen wertlosen Müll rumzuschleppen. Ausgezeichnet. Tut mir leid, ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Ich schütze und diene. Fühl dich wie zu Hause. Ist nichts Besonderes. Glowing Area. Da. Sprich mit. Oh doch, war bloß nicht markiert. Was
Dank des neuen Reaktors haben wir mehr als genug Energie. Ich wünschte, Sie hätten Vater so wie wir gekannt. Gut, dass du den abtrünnigen Synth zurückgebracht hast. Klingt, als wären die Raider in Libertalia ein harter Brocken gewesen. Scanne unbe... Bekannte Person. Freigabe bestätigt. Wie ich gehört habe, war der Abtrünnige. Ich habe dich gesucht. Ist es soweit? Sobald wir erst gehandelt haben, gibt es kein Zurück mehr. Ich weiß nicht so recht. Bitte, wir müssen rasch handeln. Ich habe dich gesucht. Ist es soweit? Sobald wir erst gehandelt haben, gibt es kein Zurück mehr. Alles ist bereit. Es geht los. Gut. Wir müssen diesen Raum sichern, damit ich mehr tun kann. Du warst sehr nachsichtig gegenüber Dr. Hicks und Dr. Loken. Für unsere Freiheit. Und wir werden siegen. Okay, ich brauche einen kurzen Augenblick. Ich habe die Koordinaten bereits. Oder müsste ich erstmal MacReady wegschicken, sonst, ich glaube, den gefällt das nicht, wenn ich die Alte jetzt umbringe. Hey, was geht? Reden. Hi. Nimm das hier, du wirst es brauchen. Wegschicken. Wir sollten getrennte Wege gehen. Okay, ich gehe zurück und warte auf dich. Pass auf dich auf. Und zwar gehst du nach Sanctuary, bitte. Hey, Desmond, ne? Stirb, du Schlons. Ich komme nach hier drüben. Agenten nicht vorhergesagt. Aktualisiere Grundvariablen.
handeln basierend auf dem Ergebnis von roter Glanz. Pam! Analysiere. Alle Prozesse sind aktiv. Löse nach Theta N auf, wenn sich I der Wahrscheinlichkeitsgrenze nähert. Sie sind bestimmt stolz auf das, was Vater getan und aufgebaut hat. Nutzlos. Wie, zieh dir was an. Hallo, Sean. Ah, da bist du ja. Ich habe die Neuigkeit erfahren. Aber du wärst ja nicht hier, wenn es kein Erfolg gewesen wäre. Wie gut, dass es funktioniert hat. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Fühlst du dich gut? Wie schön, dass du fragst. Mir geht es gut. Mach dir keine Sorgen um mich. Kümmere dich um das Institut. Sorge für die Leute. Das sind alles gute Menschen. Das weißt du. Ellie war dem Institut immer treu ergeben. Und mir. Du kannst dich auf ihre Hilfe verlassen. Sobald ich gegangen bin, liegt alles in deiner Hand. Gibt es keinen anderen Weg? Eine andere Behandlung, die dir helfen könnte? Nichts von Dauer. Nein. Das Unvermeidliche ließe sich hinauszögern, aber zu immer höheren Kosten. Ich habe entschieden, dass es das nicht wert ist. Mach dir keine Sorgen um mich. Blick nach vorne. Konzentriere dich auf die Zukunft. Unsere gemeinsame Zeit war seltsam. Nicht wahr? Ich habe mich viele Jahre lang gefragt, wie du wohl bist. Was wir alles verpasst haben. Du sollst wissen, dass ich dankbar bin. Für die Zeit, die wir hatten. Ich bin froh, dass ich dich gefunden habe. Ich auch. Danke, Vater. Du hast deinem Jungen geholfen, seine Träume zu erfüllen. Ich glaube, ich möchte jetzt schlafen. Ich habe Sean verloren. Kann von vorne anfangen. Ich schließe meine Augen und ich sehe mein Leben vor all dem hier. Vor den Bomben. Alles kann sich in nur einem einzigen Moment verändern. Und die Zukunft, die man für sich geplant hat, ist verschwunden. Ob man bereit ist oder nicht. Und irgendwann passiert das jedem von uns. Das war nicht die Welt, in der ich leben wollte.
aber es war die, in der ich leben musste. Das Commonwealth. Meine Heimat. In Stücke gerissen und wieder zusammengesetzt. Ich dachte, ich hatte gehofft, meine Familie zu finden, der Zeit eins auszuwischen, uns wieder zusammenzubringen. So wie früher. Aber jetzt weiß ich es. Ich weiß, dass ich nicht zurück kann. Ich weiß, die Welt hat sich verändert. Und der Weg, der vor mir liegt, wird kein leichter sein. Aber dieses Mal bin ich bereit. Denn ich kenne den Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Jo. Die anderen Quests gehen ja, glaube ich, gar nicht mehr. Zum Beispiel hier zu den Narcos komme ich nicht mehr. Das war hier oben. Dann das mit McCready. Das wird ja auch nicht angezeigt. Ne. Zeigt er mir immer bloß die aktuelle Position an. Das, brauche ich auch nicht unbedingt machen. Dann würde ich nämlich sagen, war es das erstmal. Dann würde ich nämlich mit Skyrim anfangen. Da werde ich aber auch nur... Ach Mann. So. Da werde ich aber auch nur grob die Hauptquest durchquesten, dass das nicht ganz so lange wird wie Fallout. So, Desktop. Ja. Dann gucken wir mal, wer alles Schönes online ist. Ah, hier, guck mal, der Andi ist online. Der spielt Among Us mit Pandoria, Kapuze, Pascal, keine Ahnung, und den kenne ich auch. Also, ich kenne die anderen alle nicht. So, dann machen wir mal einen Raid zu dem lieben Andi. Raid beginnen. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen dann mit Skyrim. Alles Gute, bis morgen.